Moin Moin zum Teil Nummer 3 der Ostsee-Tour 2021. Wir sind jetzt wieder am Flugplatz Mellenthin und wir flüchten jetzt so ein bisschen wieder von der Küste weg, weil auch ein Wetterchen reinzieht. Wir flüchten jetzt heute mal nach Magdeburg. Und da werden wir auf jeden Fall tanken, was essen und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Wir rödeln jetzt die Kisten auf. Ich mache auf jeden Fall mal die Cowling runter, weil das Öl war gestern schon knapp. Check alles nochmal durch, fülle Öl nach und so weiter und dann hauen wir uns raus. Alles klar. Viel Spaß. Es soll zwar heute richtig schön warm werden hier auf der Insel, richtig heiß sogar, aber dann bricht halt abends auch das Wetter zusammen, ja, und deswegen flüchten wir jetzt. Ja, jetzt verewigen wir uns noch hier auf der Aufkleberwand. Der Uli klebt schon. Ich mache das auch noch schnell. Aber Achtung, das ist der. Ja, genau. Schön. Schöner Platz, geile Leute, wirklich. Bremse ist offen. Ja. Los geht's! Okay, Flugzeug hier rausgeschoben. Jetzt mache ich die Kameras klar und dann geht's los, Leute. Das sind Motorgleitschirme im Anflug, schön. So, wir sind am Rollhalter Piste 3.0, Mellenthin. Delta Charlie Victor rollt auf die 3.0 und startet. Benzinpumpe ist an, Licht an, Klappe habe ich voll gesetzt, Trimmung angepasst, Brandhahn ist eh offen, Staurohr frei, Türen sind zu, Rettung ist entsichert. Ja, würde ich sagen, los geht's, ne? Ja, wechseln wir. Hier unten ein kleines Motorschirmlager, sehr schön. Ja, geil, Leute. Usedom. Mann, ich könnte hier oben im Sommer wochenlang verbringen, wirklich. Zum einen, weil die Luft so gut ist, die Menschen sind freundlich. Ja, ist einfach schön hier am Meer, ne? Das Meer ist schon Magic, ne? Der Charlie Victor verlässt die Platzrunde und Frequenz sowie die Kontrollzone. Wechsel auf die 122555. Charlie Victor, Formation Squawk 7741, QNH 1018. 7741, 1018. Delta Mike Charlie Victor, danke. Ja, mir ist es aufgefallen, in Uli und mir in der Luft, vielleicht haben wir ein paar Landwirte hier unter uns, dass die hier oben im Norden, in den ganzen Äckern überall, ein bis zwei oder mehrere kleine Teiche haben. Ja? Ist es zufällig, dass hier überall Pfützen sind oder sind die angelegt zur Bewässerung oder für was ist das gemacht, Leute? Das kann doch kein Zufall sein. Ja? Weil letztendlich behindern die ja auch. Die könnte man auch zuschütten und dann könnte man ja den Acker, das Feld viel besser bestellen, ja? Ohne jedes Mal Kurven zu fahren. Keine Ahnung, was das heißt hier. Überall diese Pfützchen mittendrin. Diese kleinen Oasen. Ja, jetzt will ich gerade noch mal ganz kurz auf das Video eingehen, was ich kürzlich mal gemacht habe. Was tun bei Motorausfall, ja? Wo ich alle befragt habe, was sie machen würden und so weiter. Und da haben ganz viele in die Kommentare geschrieben, oh Frank, kennst du nicht das Sprichwort braun vor grün? Das heißt, lieber auf einem Acker als auf einer Wiese landen. Ja, das ist natürlich richtig, Leute. Ich als ULer bin tatsächlich immer so ein Wiesenschauer, weil ich so ein Wald- und Wiesenflieger bin und würde tatsächlich unbewusst eine Wiese vorziehen, aber mir ist natürlich bewusst, dass es richtiger ist, einen Acker zu nehmen, ja?
Warum? Weil der Acker natürlich Fahrspuren vom Bulldog hat und da weißt du, dass der Untergrund halbwegs gerade ist und dass da kein Weidezaun oder irgendwas ist, ja? Auf einer Wiese, wenn du jetzt hier Wiesen anschaust, da weißt du nicht, sind die vielleicht sumpfig oder ist da ein Weidezaun oder sind da irgendwelche Löcher drin etc. Das hast du auf dem Acker weniger, wenn du mit der Fahrspur vom Bulldog landest. Das ist natürlich klar, Leute, da haben alle recht gehabt, wo das geschrieben haben, ja? Das habe ich mir jetzt auch selber nochmal verinnerlicht und bin auch gerade dabei, mir das schon bewusst zu machen, dass ich dann lieber so einen Acker einer Wiese vorziehe. Ich habe es gerade mit dem Uli hier auf dem Funk. Das sieht hier unter uns aus, als sind wir in Kanada. Ja? Wilde Seen, wilde Wälder, keine Menschenseele zu sehen, Leute. Ich habe sogar damit zu tun, Waldwege zu finden. Ja, hier sind jetzt wieder Wege, aber da vorne war gar nichts. Also es ist unfassbar, wie schön und vielseitig dieses Land ist, Leute. Wenn ihr euch hier aufhalten würdet, ja, 10 Jahre lang, ihr würdet in den 10 Jahren nicht ansatzweise die Gegend kennenlernen, weil es so vielfältig ist, ja. Deswegen, ich sage es immer wieder in meinen Flügen, ich wiederhole mich da, entschuldigt bitte, um Deutschland komplett und richtig mal anzuschauen, langt ein Menschenleben nicht. Das ist sowas von groß und schön und vielfältig. Wahnsinn, geil, ich kann mich nicht satt sehen. Überall hier Seen, Wälder, Natur, Wildnis, wow, ich bin schon wieder begeistert, echt. Jo, wir sind im langen Endanflug auf die 27. Oh, wow, hier unten so richtige Lost Place Fabriken. Naja, das ist Magdeburg, da kommt der Fritz Meinecke her. Ich könnte wetten, dass der da schon drin rumgeschlichen ist. Ja, mega geile Fabrik, mega. Aus der Luft entdeckst du Sachen, die siehst du am Boden gar nicht, da kommst du gar nicht drauf. Okay, der Uli ist vor uns im Endanflug auf die 27. Ein IFA-Anflug ist weit. Oh, ich habe gerade Bescheid gekriegt, der IFA ist noch 8 Meilen weit. Also das passt wunderbar mit euch. Okay. Charlie Victor, verstanden. Okay, schön. IFA-Anflug ist hinter uns, 8 Meilen. Das heißt, wir... Magdeburg, hallo. November 980 Alpha Echo, Final Track and Skirdo. So, Wind is variable, Tunis, QNH 1018, 2 Microlight, VFR, Short Final to 7. Copied, November Alpha Echo. Ja, der Motorsegler, der hier vorne herrollt, der hat jetzt seinen ersten Flug nach Scheinerhalt. Wow, herzlichen Glückwunsch, mein Guter. Schön. Lange Landung, schön weit reinfliegen. Keine schöne Landung, keine schöne Landung. Herzlich willkommen in Magdeburg. Echo Hotel und Charlie Victor sind von der Piste. Okay, müsst ihr erst tanken oder wollt ihr euch in der Gaststätte stärken? Wir würden erst tanken und danach erstmal was. Dann könnt ihr erstmal zur Tankstelle rollen, könnt euch dort befüllen, löhnen und dann könnt ihr anschließend vor der Gaststätte parken. Jawohl. Ja, freundliche Leute hier, Magdeburg. War ich ja mit dem Smudo hier? Hier bin ich mit dem Smudo gerollt. Geil. War ein toller Flug, Mensch. Ja, und gestern hat er mir geschrieben, ich soll unbedingt nach Hamburg kommen, dass wir in Hamburg eine Runde rumtüdeln. Ja, muss ich dann wohl noch machen diesen Sommer. Ne? Das plane ich jetzt mal auf den August, muss ich mit ihm abstimmen, weil er hat jetzt ein paar Konzerte auch mit Fanta 4. Vorgestern war er in Wiesbaden, hat wohl richtig geknallt, war richtig geil, hat er gesagt. Und ja, dann schauen wir jetzt einfach mal. Da finden wir schon einen Termin, da sind wir ja beide recht flexibel. Mega geil, wirklich mega geil. Ja, wie gesagt, ne? Bett hinten rein, Scheißhaus hinten rein, kleiner Gaskocher, bisschen was zu futtern, ein paar Klamotten und ich würde meine Wohnung kündigen. Ich warte jetzt noch schnell, bis die Tanke wieder freigeschalten ist. Der Uli hat ja jetzt gerade zuerst getankt. Ich sage euch eins, ne? Diese Art von Reisen könnte ich
tagelang, wochenlang machen. Ja? Das ist so geil, jeden Tag woanders mit dem Flugzeug, andere Flugplätze, andere Leute, andere Gegend, anderes Essen, andere Anflüge. Es ist einfach nur geil. Oh. So, das sieht doch gut aus. Wir stellen die Flieger genauso hin wie er, dass die Sonne nicht vorne ins Cockpit reinballert. Ne? So, jetzt rollen wir schnell rüber zum Restaurant und testen das mal. Ich bin sehr gespannt, ob es was kann. Jo, ihr habt es gesehen, wir haben jetzt gerade im Paparazzi hier in Magdeburg lecker gegessen. Also kann man empfehlen, den Laden wirklich Weltklasse. Echt geil. Wirklich sehr, sehr lecker. Unsere Wege trennen sich jetzt hier. Ich fliege jetzt direkt nach Gössenheim. Der Uli macht nach Worms. Ja. Es ist schon wieder vorbei. Es ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Dreiteiler Ostseetour 2021 gefallen. Vielleicht schaffen wir es nochmal dieses Jahr. Nordsee oder? Ja, Nordsee vielleicht nochmal. Ne? Hätte ich Bock zu. Macht Riesenspaß. Ja, ja. Blut geleckt jetzt. Absolut, ey. Also an der See entlang fliegen, genau. Wahnsinn. Ja. Okay, cool. Dann sage ich mal Tschüss. Uli, guten Flug. Und euch danke fürs Einschalten. Bleibt sauber, haltet die Ohren steif und bis bald. Ciao.